Also ihr beide jetzt, solche Häuser, also größer. Nee, ich hab Ja, bis jetzt irgendwo schon. 3x3, 4x4 oder halt Ja, okay, das ist größer als dieses zweimal, weil ich baue. aber dann trotzdem, dann reicht es auch, wenn du so ein bisschen verstärkst. Ein Pillar Also hat dann zwei, ist es das egal, macht entweder du gut. verstärkst es mit diesem Pillar oder du tust einen Pillar dazwischen. Aber es brauchst du mal nicht, wenn du es verstärkst. Ich weiß, aber mir ging es nur darum, weil ich habe nämlich gerade wirklich nachgedacht und mir Dann ist ist das nicht es. aufgefallen, weil ich Nee, das habe ist dann auch nicht bisher Geld, immer nur ne? zweimal, ich spiele ja Solo und ich habe immer nur zweimal und dann in die Ja, eben, Länge dann fällt gebaut. dir das nicht Und auf. dann Ja, kann dann das fällt nicht es dann nicht auf. passieren, Geht weil ja du gar immer nicht. eine Ja, Wand hast genau. und immer eine komplette Stabilität hast und ich baue auch nicht höher als ein, weil Ja, ich baue eine natürlich. Wand und dann ein Dach drauf. Genau. Aber das Haus, wie gesagt, deswegen sage ich es ja, was wir heute gebaut, da ist das aufgefallen. Es ging gar nicht mehr. Du siehst dann die Risse. Und da sagt das Spiel dir klipp und klar, hallo, hier müssen Pillar hin. Genau, weil es fällt dann einfach zusammen. Also nimmst du mal als Beispiel, du hast 5. Du tust, bei 5 tust du 2 links, 2 rechts. Und in der Mitte wäre das 5. Und in der Mitte Das das meinte ich ja 5. mit dem, du kannst hintust. zwei von den Balken wegbauen. Das geht. Genau, was Genau, er gerade geschrieben hat wenn du im Chat. das. Das stimmt auch. Wo wir heute die Öfen gestellt hatten, hatte ich ja die Pillar neu gemacht mit Stein. Und wo ich die alten Pillar unten weggerissen habe, sind dort, wo die großen Öfen standen, die Fußbalken kurz Eingebrochen. rissig geworden. Genau, das war bei Ne, die uns haben auch. Risse gekriegt. Bei uns sind sie rum. Ja. Hätte Nur ich mal die Pillar kurz. nicht schnell neu gesetzt, die Steinpillar, Wenn es kaputt wäre das gegangen. dort durchgebrochen. Ja. Nur kurz wegen dem Beispiel nochmal. Also 2 links, 2 rechts. Wenn es in der Mitte ist, müsste normalerweise gelb sein. Und wenn du das dann hinstellst, das fällt dann nach einer Minute oder nach ein paar Sekunden, fällt es einfach weg. Das ist der dritte. Sogar noch das zweite, wenn du Pech hast. Es wird mitgezogen. Mit Wird den einfach schweren Sachen ist mir auch mitgezogen. schon aufgefallen. Das ist Und. aber cool gemacht. Das ist echt so. Wenn wir hatten auch so ein Haus am See, da hatten wir Holzpiller gebaut und dann hatten wir also Holzboden natürlich, auf einen Holzboden hatten wir 2 Steinöfen getan und dann hatten wir auch mit Stein geupdatet und dann sind die einfach ins Wasser gefallen, als wir dann den Holzpiller auf Stein geupdatet haben, ist es nicht mehr passiert. Aber das ist alles mit der Zeit kaputt gegangen. Wenn wir Steine auf Holz getan, Pillar getan haben, immer kaputt gegangen. Also die ganze Zeit, bis wir es upgradet haben. Das mit dem Weil es einfach Stein zu schwer auf war. Holz kann ich aber sagen, dass dem nicht hundertprozentig so ist. Das muss dann eher damit zusammenhängen, dass, weiß ich nicht, Vielleicht, ja, vielleicht wegen Holzpiller Wasser. wahrscheinlich eine Tragekapazität von X haben und Stein von mehr und Stein wiegt mehr und deswegen, weil ich Oder habe. vielleicht wegen Wasser, weil Wasser ist ja vielleicht anders, als wenn du einen Boden drunter hast oder so. Kann vielleicht auch Das nochmal schwebt sein. ja dann. Ich habe aber in einem Spielstand, nämlich mit einem Kumpel zusammen, es gibt auch diese Dreiecksinsel, wo diesen Dreiecksee, wo eine Insel in der Mitte ist. Und da haben wir eine Holzbrücke gebaut von Festland zur Insel. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ey, es geht uns auf den Sack, dass das Haus die ganze Zeit kaputt geht und haben das auf Stein geupgradet. Die Brücke ist aber aus Holz geblieben. Und das hat perfekt gehalten, ohne Probleme. Es sind aber auch genug Stützbalken drunter gewesen. Ja, okay, das ist das jetzt schon wieder. Hast du 20 Stützbalken drunter? Das verstärkt es Nee, ja wieder. so viel auch nicht, aber es waren halt, weiß ich nicht, Es war halt alle genug. zwei Felder waren, glaube ich, ein Stützbalken. Ja, das ist doch gut. Und das hat Reicht ja für auch. Stein ausgereicht. Es ist ja so, als der Boden da war, ohne irgendwas drauf, war es ja kein Problem. Aber bei den Steinöfen ist kaputt gegangen. Als erstes. Nur da ist kaputt gegangen, wo die Maschinen drauf standen oder die Werkbänke und den ganzen Scheiß. Bei uns ja nicht, wo wir waren. Also, siehst du ja, wir bauen am Rand, tun wir die hinstellen, du ja auch an die Wand, da ist kaputt gegangen. Da, wo wir Aber ich sag spazieren dir gegangen sind, trotzdem, nicht. das mit dem Upgraden ist immer noch ein Bug. Das funktioniert nicht richtig. Echt, Weil wir haben ja den ging doch Fall heute bei gehabt, dir dass gar nicht. wir. Ging doch heute, oder, mit Upgraden? Nee, wir hatten einmal den Fall, dass ich habe von Holz auf Holz geupgradet und dann ist es brüchig geworden und weggebrochen. Und ich habe, um das, weil ich versuchen wollte, das zu verändern, ich habe nochmal zurückgeupgradet, dass ich von diesem veredelten Holz zurück auf dieses normale Holz geupgradet habe. Also Ja. zurückgeupgradet habe. Es wurde Upgrade. trotzdem brüchig und ist weggebrochen. Es ging nicht mehr zu verändern. Wenn du das upgradest und der dann dir sagt, warum auch immer, irgendeine Berechnung ist da nicht ganz rund, dir sagt, okay, jetzt ist es instabil, selbst wenn du es zurück upgradest, funktioniert es nicht. Und selbst wenn du
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich hat das edle Holz und das normale Holz eine unterschiedliche Stärkestufe. Ich hätte jetzt Muss gedacht, ja. dass sie die identisch haben. Dass sie beide das gleich halten können. Okay, also ich hab immer gedacht, dass es doch unterschiedlich ist, von der Und Logik du her. hast ja auch, und also das habe ich auch, ich habe ja schon mal Holz zu Stein geupgradet, dann ist der Stein brüchig geworden, weggebrochen. Dann habe ich manuell Stein hingelegt, habe das gleiche Gebäude gehabt. Ich habe Dann nur geht's ja. einen Steinboden anstatt einen Holzboden gehabt und es ist nicht brüchig geworden. Nach dem Upgraden aber schon. Also beim Upgraden wird es Ja brüchig, gut, das bricht ist da, weg das und ist dann dann ein baut Bug man es noch, neu ne? und dann funktioniert es. Also du willst einfach damit sagen, wenn du es upgradest, ist nicht das gleiche, wenn du es direkt baust, weil es Genau, irgendwie noch ein Bug da ist. hat er irgendeinen Rechnungsfehler und dann wird das brüchig und Genau. geht kaputt. Die Struktur verändert sich nicht so, wie es halt dann im Endeffekt ist, wenn du es direkt baust. Ja gut, das ist dann einfach ein Fehler dann. Ja, klar, sicher. Dann meinst du dann, dass ein Steinboden, der direkt gesetzt wird, auf vier Holzpille einfach hält? Locker. Also ein Steinboden auf vier Holzpillern reicht. Es reicht ein Holzpiller, der kann vier Steinböden halten. Locker. Na, also ein Wenn du es Holzpiller kann dann auf vier Holzböden. von Holz auf Stein upgradest, nicht mehr. Dann nicht, genau. Wenn du upgradest, dann geht's kaputt. Ich habe ja Ja. alle meine Häuser quasi so gebaut, dass ich baue generell meistens so, dass ich immer einen Pillar baue, dann zwei Platten und einen Pillar, zwei Platten und einen Pillar und also dann immer so, ja, vier Platten habe und an jeder Ecke einen Pillar. Und das hat auch bisher eigentlich immer mit Holz, Pillar und Steinhäusern funktioniert. Okay, das ist dann wirklich ein Bug mit dem, wenn es da nicht funktioniert so. Kann sein, ja. Ich dachte halt immer, dass Stein einfach zu schwer ist auf Ja. Holz Ja, das ist irgendwann. auch wieder so ein Problem. Dadurch, dass ein Bug vorhanden ist, ist das Spiel wieder inkonsistent und du weißt gar nicht genau, wie Was du machen funktioniert das Spiel. sollst. Genau. Manche Sachen kann man auch nicht auf Steinfundamente stellen. Ein Wie Kamin kann kann man man den nicht auf Kamin nicht auf Steinfundamente Stein kann? stellen? Wie ist doch Meinst du diesen unlogisch. Fundamentblock? Oder auf Steinboden? Stimmt, es gibt ja noch so einen Block, den habe ich nie gebaut. Der Block ist ein vollständiger, durchgezogenes Ja, das, Steinteil, so ganz genau. dick halt. Ich glaube, das ist, als wenn du halt komplett auf Boden baust. Ja, genau. Böden, ja, Fundamente, nein. Okay. Also Bö Ach der so. Fundament, es füllt ja alles komplett aus, vom Ding bis nach oben. Es ist so einfach, als was gegossen wäre oder so. Also komplett Kann Stein man auf das auseinander. Fundament nochmal einen Boden legen? Also ist das Fundament kein Boden? Müsste beides sein, oder? Und müsste beides kommen. Es müsste der Boden drauf gehen und es müsste auch ohne Boden gehen. Oder ist es einfach so, als ob nichts da wäre, so wie die Welt halt? Glaube halt, dass das Fundament dann nur als großer Pillar fungiert und du quasi nochmal einen Holzboden drauflegen musst. Kann sein, Oder ja. irgendeinen Boden drauflegen musst, weil du quasi gar nicht. Ja, du bist quasi noch im unteren Block und darum kann der Kamin zum Beispiel auch nicht draufgesetzt werden, weil der Kamin muss an einem bestimmten Punkt snappen. Genau, wollte ich gerade sagen, keine Und Snap-Points auf der dem Punkt ist Fundament, aber auf nicht dem in der Boden, Ebene, ja. sondern der ist eine Ebene drunter und da funktioniert es nicht. Ja. Genau. Ja, dann bei manchen Sachen geht es bei manchen nicht anscheinend. Aber du kannst einen Boden drauflegen, oder? Ja, das wäre die Frage eigentlich. Weil wenn du einen Boden drauflegen kannst, dann ist es nämlich genauso, wie ich gerade meinte mit dem, dass es noch der Block darunter ist. Mal probieren, ja, das wäre schon die Logik. Das ist dann quasi wie ein echt, du gießt halt unten das Fundament und oben drauf tust du halt dann, keine Ahnung, Ziegelsteine oder was weiß ich, die Mauer oder ne? Fliesen, was weiß ich, was du da dann drauf tust.
Müsste man Was du mal möchtest. ausprobieren, weil das würde mich doch mittlerweile interessieren, Du hast ja auch wo die mehr Frage Geschichten aufgekommen nicht. ist. Ja, natürlich kannst du direkt anbauen, aber anscheinend gehen ja einige Sachen nicht. Wie zum Beispiel der Kaminofen. Und wenn du das Fundament, also wenn du auf das Fundament dann noch den Boden drauf tust, hat es vielleicht die entsprechenden Snap-Points. Und alles geht drauf. Ich hatte diesen Kamin da oder was auch immer, dieser Kaminofen hatte ich das allererste Mal oder das zweite Mal, weiß nicht mehr genau, durch die Holzwand durchgebaut. Da konnte man von beiden Seiten drauf zugreifen, wenn man draußen stand, wenn man drin stand. Also einfach in die Holzwand rein gestellt. Ach so, das mache ich meistens. Sieht ganz cool aus, wenn der Kamin draußen Ja, rausguckt, so ein bisschen. genau. Dann ist es so eine Steinwand, obwohl es eigentlich eine Holzwand ist, nämlich den Kamin. Wäre auch Ja. geil, wenn der Kamin als, Schutz, gell? hatte das vorhin gemeint, wenn der Kamin als statisches Mittel, also als Pfeiler dient. Ja, muss ja eigentlich, ne, oder? Tut er nicht. Theoretisch. Ich hatte ein Haus gebaut, da habe ich den Kamin reingesetzt und ich habe oben ein Dach gebaut, aber hatte noch irgendwie Seitenwände, die gefehlt haben, weil irgendwie ich hatte nicht genug Material und dann ist es halt quasi weggebrochen. Ich hatte Ja. halt gedacht, dass es durch den Kamin hält, aber hat es nicht. Nee, also Und das dann musste Kamin ich wird ganz erst alles normal. drumherum bauen. Der Kamin wird als ganz normales Dings, so wie die Werkstatt und sowas gezählt, schätze ich mal. Das ist kein Stütze, gar nichts, klar. Ja, das ist einfach nur ein Objekt, das im Ja, Haus genau. steht. Genau. Schade eigentlich, aber gut, das ist wieder so ein Ding, muss man nicht machen, ist halt wieder so ein extra Gimmick. Geht vielleicht auch gar nicht, weil das vom Objekt gar nicht vorgesehen ist, mit der Engine oder mit irgendwelchen Settings oder was auch immer. Genau, und der Boden an sich irgendwie anders ist, also andere Einstellungen anhand der Snap-Points oder so. Oh. Ja, haben wir jetzt lang gemacht, oder? Ja. Ich weiß Danach auch nicht. Ich werde noch eine nachher noch ein Talkshow bisschen. hier. Das Ich was werde mich auch noch ein gut bisschen ist. wach halten, dann werde ich nachher früh schlafen gehen. Ah ja, okay. Ja, ich werde dann mich gleich hinlegen. Ich kann nicht mehr so wach bleiben hier. Meine Füße sind froh, wenn sie ein bisschen sich entspannen können. Ja. Verständlich. Ich hab jetzt gerade meinen Schlafrhythmus, glaube ich, dann so halbwegs hingekriegt. Wenn ich dann jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 18 Uhr mich hinlege. Bis wann planst du zu schlafen? Oder bis in der Früh um 6? Bestimmt. Ja, mal gucken. Ja, wahrscheinlich bin ich schon um 4 oder sowas wach. Und dann mache ich bis 20, 22 Uhr am nächsten Tag und dann passt das wieder. Den Tagesrhythmus so Step by Step fixen. Ja. Ja, und Entweder genauso abrupt geht's. oder Step by Step. Aber Und genauso irgendwie. geht's ja wieder nach hinten los. Step by step werden wieder nach vorne die Zeit. Ja, wahrscheinlich wird dann die nächste Nacht dann wieder bis um 2 gehen und dann danach wieder bis um 6 und. Ja, genau. Ja, so dreht man sich halt im Kreis, das ist ja nicht so schlimm. Ist halt einfach so. Ich habe schon mal versucht, diesen, wie heißt der Schlafrhythmus, wo du 4 Stunden wach bist und 20 Minuten pennst. Ach du Scheiße. Damit brauchst du am Tag halt 2 Stunden Schlaf. Funktioniert halt erstaunlich gut. Habe ich halt mal irgendwie eine Zeit lang ausprobiert. Wurde dann nur durch den Arbeitsalltag zerschossen, weil man dann wieder arbeiten musste, weil ich das mal irgendwann, ich glaube, das war zwischen Schule und Arbeit, wo ich das gemacht habe. Ich klinke mich jetzt auch raus. Ich muss jetzt erstmal was zu essen machen. Machen Sie es so. Joa. Hat Spaß gemacht. Ja, war nice. Man hört sich später. Bis später. Jo. Tschüssi. Und danke nochmal für den Tschüss. Support, ne? Ach, kein Problem. Ciao. Ciao. Tschüss. Aber das mit diesem Joa. 20 Minuten Schlafen, das hat schon krass. Danach erstmal das Das. Einschlafen überhaupt. Das kann ich ja nicht. Willst du das Ja, machen? gut, da muss man. Also, wenn man das macht, muss man innerhalb von, ja, ich sag mal, in einer Minute einschlafen können. Ja, lol, genau. Was ist das? Wie soll denn das gehen? Hä? Kann ich mittlerweile leider auch nicht mehr. Konnte ich früher mal. Bist ja anders wild. Ich hab ja mal. Ich bin ja mal ein halbes Jahr. Nee, 1,5 Jahre sogar. Gependelt.
wo ich immer eine Stunde mit dem Zug gefahren bin. Und da bin ich immer um 4 Uhr aufgestanden. Oder sage ich mal 4:30 Uhr, um den 5 Uhr Zug zu kriegen. Okay. Habe ich im Zug gepennt. Und das war meistens so, dass ich da kurz weggenickt bin, irgendwie 10, 20 Minuten gepennt habe. Dann arbeiten war, dann Rücktour, genau das gleiche, wieder 10, 20 Minuten im Zug gepennt. Vielleicht auch manchmal zweimal 20 Minuten oder sowas. Und dann nachmittags ab zum Volleyball Sport gemacht. Und abends dann bis 12 Uhr. Und dann um 4 Uhr wieder aufgestanden. Und ich habe halt ursprünglich gedacht, dass ich das nicht lange machen kann, aber dadurch, dass ich immer im Zug geschlafen habe, halt diese zweimal 20 Minuten wenigstens, war ich erstaunlich ausgeschlafen immer. Wie fit du dann bist, ich kenne es. Ich habe ja auch immer nur diese paar Minuten Schlaf. Bei mir ist es ja fast so, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Ich schlafe halt kurz ein und wache dann nach 15, 20 Minuten wieder auf, wegen Schmerzen, wegen Krämpfen. Und das ist bei mir halt wirklich so. Und dann bin ich halt wieder mehrere Stunden wach und dann schlafe ich wieder ein. Wieder mehr Stunden wach, schlafe ich wieder ein. Das mache ich ja quasi schon ungewollt seit Jahren so. Hier, schau, was der copy-pastet die Texte hier. Ja. Ist genau so, habe ich es auch mitbekommen. Farbskala, wie stabil das Haus steht. Okay, das... Doch, blau und grün ist mir schon aufgefallen, ja. Da habe ich aber nichts näher zu... mir gedacht. Blau und grün kenne ich tatsächlich, ja. Wäre halt auch heftig, weil mit dem Tragelast, wenn du das Erz in den Steinofen reintust, dass das zuerst bricht. An der Stelle. Ob das dann auch eine Rolle spielt? Okay. Das ist ja eigentlich schon mal cool zu wissen. Da müsste ich mal testen, wie viel stärker das Holzhaus dann im Sturm wird. Also das wäre zumindest schon mal fürs Holzhaus auf jeden Fall eine geile Mechanik. Wenn man das jetzt komplett blau baut, sag ich mal, und dann... auch, sag ich mal, starke Stürme kaum Schaden machen, dann wäre das fürs Holzhaus auf jeden Fall geil. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es schade, dass ab Steinhaus quasi nichts mehr passiert. Enden ist vorbei. So, weil dann... Ja, aber gut, alles andere zu bauen ist halt ultra schwer, ultra weit. Ja. Da muss das, ist eigentlich nicht schlecht, dass es so ist. Es ist schade, aber es ist nicht schlecht, denn du kannst das Steinhaus eigentlich nicht upgraden. Das ist dann Ende vom Spiel fast. Du kannst es nicht mehr upgraden. So viel, was du fahren musst, du machen musst. Es gibt ja noch Alu-Wände und Betonwände. Und ich fand eigentlich ganz interessant, was da dran steht. Weil ich glaube, die Betonwände, die sind besonders, genau, 100% Wind, Widerstand gegen fallende Bäume. Aber Temperaturwiderstand, keine Ahnung. Aber an dem Aluminium-Ding steht nämlich plus 50% Windwiderstand dran. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich gedacht habe, okay, die dann Idee war das ja eigentlich, bauen. Dass du quasi... Genau. gegen Sturm Alu baust, gegen, weiß ich nicht, vielleicht Temperatur Beton und dass das irgendwie wichtig wäre, aber es ist halt Stein, in einem Steinhaus genau. Hatte ich noch nie Temperaturprobleme und es ist hat noch nie Schaden genommen von irgendetwas außer Tieren. Das, was Neo schreibt, natürlich hast du in echt, und du sagst, es ist im Real Life, hast du, wenn ein Steinding steht, keine Probleme, weil beim Wind oder sowas, außer bei Tornados, aber du hast beim Holzhaus, hast du auch nicht ein Problem, wenn ein leichter Wind geht, dass es gleich kaputt geht. Anders gesehen. Man muss und halt das, sagen. Warte, nur kurz was zu dem, was du gesagt hast hier. Fand ich auch eine coole Idee, der stand bei Stroh, das geht sofort kaputt, bei Holz ist ein bisschen beständiger gegen das und bei Stein ist beständiger gegen das. Dachte ich, cool. Du musst jetzt dann so weit hochbauen, dass du dann 100% Beständigkeit hast gegen Bäume, gegen Wetter und Wind- und Wetterverhältnisse. Das fand ich auch cool, das war interessant, aber nachdem ich Stein hatte, war es mir egal. Ende der Geschichte. Ja, ich fand es auch so, hast auch so gelesen. Ja. Und eigentlich muss man ja sagen, die Stürme, die hier sind, sind quasi Tornados. Also keine Tornados, immer, ne? Aber es ist halt, das ist ein Planet, dessen Terraforming fehlgeschlagen ist. Und wenn Terraforming fehlschlägt, dann hast du extreme Wetterbedingungen. Darum soll das ja auch, das ist ja quasi die Spielmechanik.
Und da muss man halt sagen, ich finde halt, ein Steinhaus sollte halt dann gegen, weiß ich nicht, gegen Blitze immun sein, gegen Wind immun sein, aber gegen Stürme, also starken Wind, wenn das dann, weiß ich nicht, rot oder schwarz wird, finde ich, sollte das schon noch ein bisschen Schaden kriegen können. Ja, aber wie sagen wir es, was wir schon vorhin gesagt haben hier, Neo? Wenn das Holz da stabil gebaut ist, hält es auch nicht. Es bröckelt. Es bröckelt und fällt zusammen. Es dauert nur länger. Wenn es nicht stabil gebaut ist, dann ist es in einer Minute kaputt. Bei stabil gebaut ist halt in 3 Minuten kaputt. Aber es geht trotzdem kaputt. So oder so. Du musst dagegen arbeiten. Und ja, das, was du sagst hier, Zero, ist richtig, dass das mit dem Stein per Blitz und bei dem anderen so, und dass das auch ein Terraforming-fehlgeschlagener Planet ist, dass dann immer krasse Stürme sind, das sieht man ja. Und vielleicht im Vergleich mit Tornado wäre ein bisschen heftig, aber schon so stärkerer Wind und Sturm, als wir halt bei uns kennen. Und da Also, wenn ist dann man vielleicht auch okay, dass das Holz kaputt geht, aber selbst verstärkt, ich weiß nicht genau. Ja. das Wetter mal vergleicht, ich finde, in der Wüste zum Beispiel der Sandsturm, da ist ja nicht unbedingt das Problem der Wind, sondern der Sand. Ja. Und ich finde, ein Sandsturm sollte dann zum Beispiel Holz nicht gar nicht angehen. So, du hast vielleicht irgendwie Sandprobleme, dass wenn das Holz zugesandet ist, musst du halt ein Schrägdach machen, damit der Sand nicht das Haus belastet oder sowas. Ist ja beim Schnee, glaube ich, auch so. Aber auch da kriegt das Holz Schaden. Ist natürlich schwierig, jetzt noch sich was für Stein und für Beton und für Alu auszudenken. Aber im Sturm ist es ja vollkommen okay, dass das Holz Schaden kriegt. Das Holz kriegt aber immer Schaden. Und Stein kriegt nie Schaden. Das Problem ist nicht, ob das jetzt statisch gut ist oder statisch schlecht ist. Das Problem ist, dass Holz immer Schaden kriegt und dass Stein nie Schaden kriegt. Also zumindest kenne ich keinen Fall. Ja, schon. Das stimmt, ja, es schleift, ja. Schleift es ab. Ja, genau. Ja, aber wenn Vielleicht du. müsste man da auch irgendwie. Es müssten einfach klare Regeln sein. Und ich glaube, die haben das selbst noch nicht so umgesetzt, wie sie es umsetzen wollten. Also, es sind ja auch keine wirklichen Vorgaben. Das, was da so geschrieben wurde, was copy-pasted wurde, ist ja so allgemein okay. Aber es ist halt trotzdem nicht detailliert erklärt, was wie passieren sollte oder was nicht passieren. Was ganz geil wäre, ist, dass wenn du Holz hast jetzt zum Beispiel und einen Sturm und das Holz gar keine Balken zum Beispiel hat und das ein starker Sturm ist, zum Beispiel ein roter oder sowas, Wegfliegen. dass das Holz dann einfach kaputt geht und das Haus danach weg ist. Wenn du aber Balken drinne hast, dass der Sturm dem Holz, weiß ich nicht, vielleicht schweren Schaden zufügt, du aber dir mehr oder weniger sicher sein kannst. Das wird nicht kaputt gehen. Ich kann mir mit der Reparatur bis nach dem Sturm theoretisch Zeit lassen. Vielleicht habe ich irgendwelche Sturmaussetzungen, weil das Haus nicht mehr dicht hält. Und wenn du das halt mit kompletten Balken einmauerst und alles statisch perfekt machst, dass du dir sicher sein kannst, dass es auch einen starken Sturm auf jeden Fall übersteht. Und du dir zumindest keine Sorgen machen musst. Aber ich finde, das fehlt so ein bisschen. Ich glaube, bei den Schwachstellen, wo die Balken nicht sind, fängt es an zu bröckeln. Trotzdem. Da, wo die Balken sind, dann hält es halt noch. Es geht am Schluss kaputt. Ja, Ich habe die Balken, beim ich habe es Holz halt schon mal eingemauert bin und ich ich dauernd meine, am das geht Reparieren, ja. trotzdem kaputt. Tut's ja auch. Tut's ja auch. Ja, aber nicht so einfach dann. Ich muss das mal testen, wie viel das Unterschied macht tatsächlich nachher. Das macht schon einen Weil kleinen ich habe halt Unterschied. bisher nicht ganz genau Du drauf geachtet und hast eine ja. höhere Durability halt von dem Ganzen. So ein bisschen vorbereiten hier. Ich habe halt den Schlafmodus gehen hier. Ja, es dauert Ja, ein ewig, bis du hier Solo. Stein bauen kannst. Ich finde, Brauchst du Solo da. ist echt noch nicht gut gebalanced. Das haben sie ja gesagt, das müssen sie noch machen. Aber also wir müssen dies machen, sie müssen jedes machen, was sie alles noch machen müssen, das in einem vollwertigen Spiel, was rausgekommen ist, weiß ich nicht. Ist wild.
was man alles machen muss, wenn man ein Spiel released. Denn du brauchst ja 40 Eisen, das ist ja auch nicht ohne. Und dann auf Stein zu upgraden, brauchst du ja nochmal 120 Nägel, ne? Das sind ja auch nochmal 12 Eisen. Und dann brauchst du ja nochmal Nägel und Leder und auch, was weiß ich, was du noch brauchst, Stein, Vor Holz. allen Dingen Steinen, extrem viele Steine. Ja, Stein, Holz, Leder und Nägel brauchst du nochmal für Stein selbst. Das ist Allein der schon heftig Unterschied von den zwischen Mats. einem und zwei Spieler. Ich habe jetzt kurz hintereinander mit zwei Spielern ein Steinhaus und mit einem Spieler ein Steinhaus gebaut, also alleine. Das Und geht mehr als doppelt mit so zwei schnell. Spielern, wir waren, da ist keine Zeit vergangen. Das Haus stand nach 2 Minuten gefühlt, weil einer hat halt Stein geholt und das immer reingeschmissen und der andere hat halt die Wände gebaut, hingestellt, ersetzt, Holz kaputt gemacht, Holz in den Ofen geworfen, Eisen geschmolzen. Und alleine bist du halt da, oh shit, jetzt fehlt Stein, dann rennst du zum Stein, dann meinst du dort Stein eine ganze Weile, dann rennst du zurück. Dann merkst du, Eisennägel fehlen. Rennst in die Höhle, holst Eisen, schmelzt das Eisen erstmal. Dann kannst du bauen. Dann fällt dir auf, oh, mir fehlen noch zwei Wände. Dann rennst du nochmal los. Und ja, Ja, und dann in der das Zeit zieht sich kommen und zieht sich und Stürme. zieht sich. In der Zeit kommen Stürme, musstest du nochmal fixen das Haus. Hast du gar keine Zeit mehr. So ist mir das ergangen am Kurz ersten oder zweiten vorher, Tag. als ich damit angefangen habe, ist nämlich ein Blitz bei mir eingeschlagen. Das war die Story, wo mein Haus abgefackelt ist. Aber ich habe mich so geärgert, weil ich halt kurz danach oder in dem Moment eigentlich auf Steine upgraden wollte. Dann war mein Haus weg. Da musste ich erstmal irgendwas bauen, damit ich wieder eine Steinmetzbank hinbauen kann und einen Ofen hinbauen kann, weil die ja Schutz brauchen. Und oh Gott. Du kommst doch nicht zum Progress, weil es immer hin und her geht. Ich fand es ganz cool, weil es eine Herausforderung war und es tatsächlich, dass man gestruggelt hat. Aber ja, ist halt ätzend. Ich hatte am ersten oder zweiten Tag hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich einfach immer in der Bude war, habe, wenn Wind kam, gegengehämmert. Als dann der Blitz eingeschlagen hat, gefächert. Und dann immer, wenn ich 2 Meter aus dem Haus gegangen bin, kam wieder ein neuer Sturm. Und ich habe da auch versucht, das auf Stein zu machen. Ich bin da 2 Stunden rausgegangen, kamen mir wieder Stürme und dann habe ich trotzdem das geholt mit dem Eisen, habe es auf Stein abgegradet, aber als ich nach Hause kam, war das Haus kaputt. War 4 HP war, hatte das Haus halt noch, die einzelnen Wände. Es war nicht ganz weg. Und die Schlafsäcke waren nur weg, aber hat dann irgendwie geklappt. Aber hat trotzdem über 2 Stunden gedauert, um überhaupt aus einem Holzhaus ein Steinhaus zu machen, weil, gut, ich kannte das Spiel nicht damals, keine Ahnung, Höhlen, alles, was ich habe ich gesucht. Aber trotzdem immer wieder gedauert, da ich 10 Anläufe gebraucht habe, um überhaupt vom Haus wegzukommen. Wegen Gegenreparieren, wegen Bränden, wegen Stürmen, wegen was weiß ich, was da alles gekommen ist. Und auch der Baum ist einfach aufs Haus gefallen und hat es auch kaputt gemacht. Und auch der brennende Baum fällt aufs Haus und zündet es an. Da geht alles. Ja. Genau, Klingt das gibt so es ja keinen Unterschied. Ja, auch von den sehr Gegnern. herausfordernd. Ich finde es gut herausfordernd. Also ich muss eigentlich sagen, mich stört wirklich nur der Fakt, dass du dich gar nicht wiederbeleben kannst, außer halt zu respawnen quasi. Und Dann auch noch die Punkte dass weg, auch du noch einfach beides. am Ende viel zu viele Ressourcen brauchst, um das alleine vernünftig zu schaffen. Ja, da muss dieser Solo-Buff stärker werden. Dass du doppelt und dreifach so viel kriegst. Alleine schon, was du an Nahrung suchen musst, an Trinken, an Sauerstoff. Ich meine, gut, wenn du die große Flasche hast und nachher die große Sauerstoffbehälter, dann ist das alles irrelevant, aber gerade am Anfang. Du musst dich um Trinken kümmern, du musst dann zum See rennen, was zu trinken holen, dann musst du irgendein Tier schlachten und das ins Feuer packen, damit du Essen hast. Dann musst du wieder Oxy suchen. Und Das ist schon geil, nebenbei aber, musst du ne? noch Das ist ja das Spiel. Das ist schon 600 geil. Kupfer farmen, damit du auf T4 upgraden kannst. Naja, ganz entspannt, 600 Kupfer nebenbei. Ja, kann man ja machen. Ja, aber das ist ja das Spiel halt. Das ist halt dieser, wo wir schon gesagt haben, dieser Unterschied zwischen Tier 1, 2 auf T3 oder 4. Ist halt ultra krass. Ich finde Mit das vier bei Leuten hat das manchen. mega Fun gemacht. Ja, natürlich, klar. Ist auch, glaube ich, so darauf aufgebaut, dass auch so viel slash wenig Leute. Ich glaube, darauf sind auch die Skillbäume ganz stark ausgelegt, dass du eigentlich mit so einer Vierer-Truppe reinrennst.
die Missionen alle nacheinander mit der Vierertruppe machst. Und Ja, und einer jeder hat sagt was sich, anderes geskillt. ich gehe auf Ja. Farmen. Der nächste sagt, ich gehe auf Häuser bauen. Der andere geht auf Ressourcen sammeln. Und Aber dann. ich. Ich kann doch keinen Talentbaum skillen, wo ich nicht alleine zurechtkomme. Man muss doch auch immer sehen, dass man nicht mit vier, fünf Leuten unterwegs muss. Auch immer so das Plan, dass es auch alleine oder zu zweit geht. Ne? Aber ich Natürlich. glaube, darauf ist das Spiel einfach nicht Genau, ausgelegt. es ist so Das ausgelegt, wie du merkt es man ja gesagt irgendwie so ein hast. bisschen. Mit vier Leuten, jeder hat was anderes geskillt, einer geht nur auf dies, einer geht nur auf das. Aber dann mache ich ja stupide nur das eine, das wird mich auch langweilen. Will ich ja nicht, ich will ja auch ein bisschen Vielfalt haben. Keine Ahnung. Und deswegen sollte man umskillen können. Weil man dann Ja, auch andere auf jeden Sachen sehen Fall. kann, andere Perspektiven. Dann mache ich in der einen Mission mehr zu 14, bin ich einmal der Typ, der die Tiere schlachtet und Tiere jagt. In der nächsten Mission bin ich derjenige, der halt ein bisschen farmt. In der nächsten Mission bin ich derjenige, der ein bisschen kocht. Immer so weiter. Ich kann nicht jetzt bei jeder Mission immer die gleiche Scheiße machen. Da will ich ja durchdrehen. Ja, also. Es ist genauso darauf ausgelegt, 8 Spieler, jeder macht was anderes oder 4 Spieler oder 5 Spieler. Aber ich möchte doch auch ein bisschen Vielfalt haben von dem Ganzen. Und die Missionen bieten keine Vielfalt. Weil es immer das Gleiche ist. Da muss ich mit der Vielfalt selber suchen, indem ich die Talente anpasse oder ändere. Und Aber selbst geht ja da habe nicht. ich gemerkt, dass es ein paar Probleme gibt, wenn du das machst mit den Skill Trees. Also das schön aufteilst, weil ich habe mit einem Kumpel gespielt und da habe ich. Nee, das war eine andere Gruppe, die spielen wir gar nicht mehr. Da hatte ich gesagt, ey, ich gehe auf Food. Und du hast hier zum Beispiel so einen Skillpunkt natürliche Konservierung, dass wenn du das Essen im Inventar hast, dass es weniger schnell verdirbt, sogar plus 50%. Das heißt, glaube ich, es dauert doppelt so lange, bis es verdirbt. Und dann, ich glaube, noch Fuel Use und Crafted Campfires. Das heißt, du musst alle Campfires craften. Das funktioniert aber, glaube ich, nur in Campfires. Ich glaube nicht mehr in den größeren Sachen. Stärkungsdauer von Nahrungseffekten hält länger und alle drei Sachen sind solche Sachen, die nicht. Du kannst zwar auf Nahrung gehen, aber sie bringen quasi deiner Gruppe nichts. Nur Du kannst dir. zwar noch deine Nahrung im Inventar behalten, du könntest theoretisch die Campfire craften, aber spätestens beim Buff, der bei dir länger hält, bringt nichts. Es müsste irgendwie so sein, dass das Food, was du machst, dass das nährhafter ist, dass sich Ja, das länger hält, dass. der Buff auch vielleicht auch stärker ist, anstatt 900 Sekunden, 1000 Sekunden. Genau. Ja, genau, und ja, genau, das wäre Dass du cool, quasi aber für ist die halt Gruppe nicht. was providest, dass du halt Genau, profitabler als nicht sonst. was für dich machst. Weil ich meine, klar, du hast jetzt beim Bogen zum Beispiel oder beim Riss. Bei irgendwelchen Sachen, wie im Jagd-Skillbaum, irgendwie Movement Speed und Ausdauer und hast du nicht gesehen, aber da geht es ja darum, ich mache mehr Schaden, ich bin schneller unterwegs, ich jage mehr Tiere und bringe dann die Tiere zurück. So. Ist Ist nicht ja ganz aber theoretisch optimal. auch nur was für dich. Auch wenn du die Tiere mit anderen teilst, ist in dem Punkt dann auch nur für dich. Du stunst die Tiere, du slowst die. Klar profitieren die anderen auch davon, aber das ist halt mit dem Food schwierig dann. Aber Aber ich einfach so finde, 10% Buff geben. dass genau das Ding ist mit dem, wenn du das Tier stunst, dann stunst du das ja für die Gruppe. Für alle. Genau. Ja, ich weiß Ja. schon, ich weiß schon. Wenn du das Einfach Tier schneller 10% tötest, Buff. tötest du das schneller für die Gruppe. Genau. Einfach 10% Buff geben auf das Food, was du hergestellt hast, als Beispiel. Ja. Deswegen Haben hast ja du auch einen grünen viele, viele Daumen Survival-Games und viele irgendwelche dann. Roleplay oder sonstige was Games, wo du halt genau diesen Buff hast. Wenn du das machst, dann gibt das 10% mehr. Ja. WoW, Tränke oder was auch immer. Deine Tränke sind stärker. Zumindest war es mal so, oder du stellst mehr Tränke her oder sowas. Ja, das Spiel ist ja nicht ausgereift. Ist es ja auch. Ist auch noch lange nicht fertig. Bin gespannt. Ich hoffe ja, dass jetzt, wenn sie die ganzen Bugfixes durchhaben, zumindest die ganzen hauptsächlichen Bugfixes, dass dann der große Patch kommt mit, hey, wir Content. haben hier
die Missionen so und so angepasst, dass die irgendwie spannender sind. Und wir haben hier Respec vielleicht sogar schon drinne, auch wenn das wahrscheinlich erst später kommt. Und wir haben hier vielleicht noch irgendwie was am Talent-Tree geändert, dass Dann gibt es du... nochmal Bugs. Ja, wahrscheinlich schon. Auf dem Weg dahin gibt es noch mehr. Aber gut, also ich muss sagen, das gefällt mir, das ist okay, das ist schön. Nur es hat dann auch halt schnell, findet es, stößt man an Grenzen, die nicht so geil sind. Und dadurch ist halt der Spielspaß ein bisschen gemindert. Es hat Suchtpotenzial, aber man wird trotzdem immer wieder mal enttäuscht, je nachdem, nach Mission oder nicht Mission. Aber der Anfang mit dem Aufbauen immer wieder macht schon Spaß. Wenn das Spiel nur einen Sandbox-Modus hätte mit dem Inhalten, hätte ich schon längst aufgehört. Aber dieses Anfangen, immer wieder ein bisschen anders aufbauen oder so, von null anfangen, sagen ja viele, es ist nervig, aber das ist genau das, was halt Spaß macht, finde ich. Musst du nicht Auch immer mit übertreiben, bis anderen Rang 4 Leuten. bauen. Genau, immer, genau, stimmt. Du hast ja sonst, wenn du so ein Sandbox-Game hast, baust du dich auf ein paar Tage, dann hast du halt die Bonzen-Villa und dann kommen vielleicht bei Spiele auf den Server und bist ja schon ganz anders vom Progress her. Mit denen hast du nicht mehr so viel zu tun. Die lässt du vielleicht ins Haus, die bauen sich selber was auf und zeigst denen, aber wenn du dann immer wieder mit neuen Leuten anfängst, hast du immer die Chance, neue Leute kennenzulernen oder du tust immer wieder eine Chance, einen dazu zu nehmen. Und der fühlt sich halt dann nicht irgendwie als Außenseiter, weil er fängt ja dann mit dem gleichen Progress an wie du. Das ist schon okay. Also, du fängst bei null an. Auch wenn du einen anderen Anzug hast oder irgendwie eine andere Flasche, ist ja wurscht. Sondern das Ding an sich, der fühlt sich als vollwertiges Mitglied an dem Team, weil der geht genauso jagen, tut genauso Steine klopfen oder. Das ist schon okay. Weil wenn dann dein fertiges Haus kommt, das was du eine Woche gebaut hast, was soll er dann noch machen? Er kann sich auch so ein Haus bauen, aber im Endeffekt hast du das ja alles schon. Also, das ist schon, nee, schon okay mit dem ganzen Neumachen. Ja, und außerdem macht es in der Neuanfang am meisten Spaß. Wenn ich weiß, besonders von Ark, da habe ich ja auch gespielt, habe auch einige Maps auch länger gespielt, auch so einen Monat oder zwei. Und wenn ich eine neue Map angefangen habe, der erste Tag einer neuen Map war immer der beste Tag. Komplett neu von Anfang. Man hat nichts, denn dann hat man den meisten Progress. Und der meiste Progress macht am meisten Spaß. Wenn du schon fast die höchste Technik hast und dann immer nur so ein bisschen progressen kannst, oder es dauert länger, ist es nicht so befriedigend. Denn von der Steinaxt auf die Metallaxt oder was auch immer das dann ist schon ultra geil. Oder vom Strohhaus zum, überspringen wir mal Holz, aber vom Strohhaus zum Steinhaus. Ist halt schon krass. Und das ist noch das Holz dazwischen. Und dann vom Holz zum Metall aber geil, ist geil. Wenn du da schon mal Metall hast. Oder so. Oder je nachdem bei Ark, was jetzt Metall. Ist alles, was danach kommt, wurscht. Das ist dann kein Progress mehr. Ich gehe nicht zurück auf Stroh. Deswegen ist immer der erste Tag das Beste. Also der Beste vom ganzen Spiel. Und dieser Tag den hast du dann immer wieder in dem Spiel. Nur. Du musst ja auch nicht jetzt 10 oder gut 10 Missionen am Tag machen. Was cool wäre, wenn man einfach mehr Punkte kriegt, ne, für die Missionen. Dass man die auch ein bisschen ausgeben kann. Aber es gibt jetzt auch nicht mehr so coole Sachen, wofür man die Punkte ausgeben könnte. Vielleicht den Bogen jetzt oder vielleicht noch das höhere Messer. Aber. Jetzt ist alles so teuer. Da muss ich auch sagen, der Sprung ist mir ein bisschen zu hoch. Von dem, ich sag mal so, wenn du den einfachen Bogen noch kaufen würdest, 300, 100, was 400 Münzen sind, zu 1000 und 750 mit jeweils nochmal 500 Exotics, ist halt einfach mal das wievielfache? 2, 3, 4, fast das Fünffache vom Preis. Es ist eigentlich, sagen wir mal, klar, es ist übertrieben, ist auch viel, weil man an die Sache nicht so schnell rankommt, was eigentlich auch nicht so schlimm ist. Weil du willst ja den Progress haben, nur der Progress-Weg ist halt einfach zu langweilig. Laufe hier hin, scanne da was, mache dir, mache das. Wenn die Mission, wie wir schon oft gesagt haben, spannender wäre und dann die Belohnung halt dementsprechend ist, dann sind die Preise okay, glaube ich.
Weil das sind die stärksten Items, aber die Items im Spiel sind ja stärker. Deswegen lohnt es auch gar nicht. Keine Ahnung. Ich will da nichts geschenkt kriegen. Ich will auch, dass ich dieses Item vielleicht erst nach einer Woche oder zwei habe. Aber das Item ist nicht stark genug, um das anzustreben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang habe ich gedacht, so Spitzhacken, Bögen, die Armor am Ende, das sind die richtig geilen Sachen. Ne? Ja, also Ultra, so, darauf so, kann man hinten sich freuen. Progress, darauf geil. Kann man sich freuen. Aber ich merke, je mehr ich das Spiel spiele, die geilen Sachen sind eigentlich die unten. Die Wasserflasche, die Sauerstoffflasche, weil das Speed, ist so, Inventar. Das nimmt dir kein Spielelement großartig weg. Es vereinfacht einfach nur vieles. Ein bisschen zu einfach, könnte ein bisschen weniger stark sein. Weiß ich nicht, die Wasserflasche könnte und Sauerstoffflasche könnte vielleicht halb so groß sein. Aber trotzdem geil. Ich will eigentlich sogar noch fast den Ofen haben, weil der auch so ein bisschen so, ja, ist nur ein Ofen, du brauchst nachher am Ende sowieso mehr. Welcher Ofen? Aber am Anfang schon mal, du kannst dir die Kometkohle ganz links neben der Nahrung. Hier, mit dem Kämpfer, ja, oder was? Mhm. Kannst die Kohle holen und ein Feuer und dann hast du quasi, brauchst du dir kein Lagerfeuer craften und du hast irgendwie eine bessere Feuerquelle. Refabricated Campfire for Heat, Light and Cooking designed to remain under all conditions. Under all conditions? Auch im... Kannst du das draußen hinstellen? Ich denke ja. Unter den Wetterbedingungen, wenn es regnet und schneit, auch alles da rein? Ich denke schon. Okay. Und, aber auch du brauchst die Kohle nicht. Hast du ja Holz. Nee, du kannst ja Holz auch einpacken, glaube ich. Aber ja. Ich finde das Item an sich ganz geil, weil es nimmt ja auch kein Element im Spiel weg. Du musst sowieso nachher irgendwann einen Kamin vielleicht bauen, weil es einfach geil aussieht. Oder du musst sowieso eine Cooking Station bauen oder sowas. Oder einen Schmelzofen. Es nimmt dir eigentlich nichts weg, weil du machst sowieso mehrere Lagerfeuer oder so am Ende. Später hast du vielleicht so viele Punkte, dass du immer wieder mal eins mitnimmst oder so. Oder mal herstellst. Und auch die Module finde ich ganz spannend, weil man eigentlich da noch ein bisschen rumspielen kann, auch wenn es da ein bisschen eher so auf Movement Speed oder auf Taschengröße oder Gewicht geht. Ja, man kann da so variieren, so wie man sich bei den Talenten hat wünscht, bei den Modulen. Und die Impfstoffe, die habe ich am Anfang auch gedacht so, boah, was ist das denn für Müll? Warum haben die sowas hier drin? Braucht man doch gar nicht. Mhm. Aber jetzt so langsam denke ich mir so, wenn du so 600 Money für eine Mission kriegst, und dann dir diesen besseren Impfstoff für 100 Money holst, der dir 10.000 Sekunden irgendwie deinen Höhlenbuff wegnimmt. Wenn das funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Und du kriegst keine Lungenentzündung. Und dann gehst du noch mit einer Spitzhacke rein, dieser Profi-Spitzhacke. Kannst direkt in die Höhle gehen und alles abmeinen, was du brauchst. Direkt Platin und direkt die guten Sachen. Kannst du schön was skippen, hast kein Risiko, nimmst vielleicht noch das Feuer mit, hast direkt ein Feuer in der Höhle. Und das ist so ein schönes, es gibt sehr viel, ohne wirklich Content wegzunehmen. Du meinst diesen bakteriellen Impfstoff? Oder? Ja, eventuell, ja. Der könnte eventuell sein, dass der den auch den Höhlenbuff wegnimmt. 10.800 Sekunden ist der andere. Aber zu den Pillen musst du halt erstmal hinkommen. Darum ging es mir. Und wenn der weg ist und der abgelaufen ist und du länger auf dem Planeten bist, musst du trotzdem noch die Pillen machen. Das ist, finde ich, das Geile an diesen Dingern. Die Armor zum Beispiel, die nimmt dir ja alles weg. Wenn du die Armor hast, brauchst du keine Rüstung mehr in dem Spiel bauen. Baust du nicht mehr. Nie wieder. Wenn du die Spitzhacke hast, gut, du musst nachher irgendwann wieder eine Spitzhacke machen, aber es ist so, ja, du machst zum Beispiel dann baust du keine kleinen Sachen mehr. Du kaufst dann, baust dann direkt deine Stahlspitzhacke meistens oder sowas. Krass. 21.600 hier. Ja, aber dafür musst du Exotics ausgeben. Das ist, glaube ich, ein bisschen teuer. Dafür, dass das nur doppelt so lange hält. Wie doppelt so lange? Oder kann das noch was anderes? 21.600, ach so, als andere. Okay, stimmt. Gut. Zwei schon gut, ja. 100 Ding. Mit der Spitzhacke. Baust du die Materie ab? Genau. Es gibt eine Mission, die ist als dient als gutes Beispiel. Die hier, das ist die erste Mission, die du hast. Und die zählt als Beispiel für das Ganze. Und so machst du es weiterhin auch.
Ja, in Hüllen. Sonst du Materie, die brauchst du mit der Spitzhacke ab und nimmst sie dann mit. Diese da wird dir dann gezeigt, halt das wo du das finden kannst oder wie du das finden kannst. Und genau. Später gibt es nachher nochmal eine andere Mission, die dir nochmal eine andere Option zeigt, daran zu kommen. Meinst du sowas mit dem Border jetzt? Genau. Aber das geht ja, glaube ich, nur bei so Missionen. Nein, da geht das nicht außerhalb. Dann nur bei den Missionen. Bei den Missionen ist es halt möglich. Du kannst jetzt in jeder Mission dieses Radar bauen und mit dem Bohrer die Dinger finden und abbauen. Meinst du? Ja. Laut. Irgendeine Quelle im Internet. Okay. Aber schon weit. Ich hatte mir ja durchgelesen, wo man diese, dass man diese 6 Kanister braucht und da stand auch irgendwo drunter. Mhm. Ja, dort und dort ist dieser Abbaupunkt zu finden. Mhm. Da steckst du deinen Bohrer rein, machst die 6 Kanister, bla bla bla. Wir haben dir jetzt nicht erzählt, wie du scannen musst, aber in zukünftigen Missionen kannst du jetzt immer diesen Scanner benutzen und damit die Abbaustellen finden. Und hier in dem Guide ist noch beschrieben, wie nur der Scanner funktioniert. So. Also, ja. Also lohnt es sich, wenn man bei einer Mission sowieso so hochbauen muss, dass man das gleich mitbaut? Ich denke, wenn man längere Missionen hat, ist das vielleicht dann auch der Anreiz, nach T4 zu gehen. Und wenn du dann sowieso wieder in T4 bist, dann ist es vielleicht auch der Anreiz, noch eben den Bogen zu bauen oder die Knarre oder was auch immer. Mhm. Und an dem Punkt, muss ich sagen, macht das Spiel schon deutlich mehr Sinn. Cool. Also viele Punkte. Ja, klar. Da muss man sagen, sind die Missionen fast nur ein bisschen falsch strukturiert. Also du brauchst zu lange, um an diesem oder zu wenig Zwischensteps, um zu merken, okay, hochtacken macht Sinn. Es fehlt so ein bisschen das Tutorial für Tech-Stufe 2 und Tech-Stufe 3. Was du jetzt für Tech-Stufe 4 mit dem Scanner hast. Ja, das wird bestimmt noch kommen. Mhm. So, mit der kleinsten Spitzhacke kannst du es abbauen, nicht mit dem Bohrer. Einfach die kleinste Spitzhacke, scheißegal. Mit der Steinspitzhacke oder wie das ist, kannst du es einfach abbauen. Ja. Na gut. Ich würde mich dann langsam ins Bett machen, ist schon spät. Ja, und ich habe nur gerade was gesehen. Sekunde, lass mich mal ganz kurz was testen. Und da muss ich dir vielleicht nochmal was sagen. Weil ich habe gerade die letzte Mission mir angeguckt. Und. Angeguckt? Auf YouTube irgendwo oder was? Nee, hier einfach nur die Missionsbeschreibung. Und das hört sich so an, als ob du komplett Icarus benutzen kannst. Ich lade mal kurz rein und guck mir die Map mal an. Also, was stand da? Ich hab's nur. Was mit Icarus? Die Mission ist wieder so eine 30-Tage-Mission, einfach nur Erkundung. Genau, Erkunde Icarus. Musst du ganz genau. Map haben wollen, oder wie? Und da steht aber dran, du hast jetzt Zugriff auf ganz Icarus oder irgendwie sowas. Ja, die von der UDA genehmigt wurde. Mhm. Die da, oder? Ist aber mehrfach Erkunde. Die allerletzte Mission. Weil an den kleinen Missionen steht ja immer dran, ey, du hast hier Zugriff auf die von den Genehmigten. Und bei der letzten Mission, da steht dran, du hast Zugriff auf den ganzen Planeten. Welche denn? Tundra, Daylight oder was? Nee. Geht ja gar nicht. Ja, du hast Zugriff auf den ganzen Planeten. Bei Daylight oder wie? Aber ich komme ja nicht hin. Hab mal live gemacht. So, nee, Spirit Walk Exploration. Die vorletzte quasi, die letzte zugängliche Mission. Verschieben hier, das hier. Wieder alles schon, ist ja schon alles ausgemacht. Moment, das hier. Ich habe Discord einmal aufge. Genau, dann muss ich alles wieder einstellen. Ich bin in der Mission drin und die gesamte Map ist freigeschaltet. Hier ist kein geblocktes Ding. Dann geht das doch. Warte, Taste. 9,
das hier, ja. Du bist jetzt in. In der letzten, also in dieser vorletzten Mission, die man machen kann, das Spirit Walk Exploration, bin ich drin. Uneingeschränkter Zugang zur Terrazone. Genau, und hier sieht man auch, es ist keine gelben Raster, dass irgendwas außen verboten ist. Kannst ganz Ja. Icarus preisen. Funktioniert also. Okay. According to the Und hier hast du 30 Tage frei zum Bauen auf dem ganzen Planeten. Ja, aber 30 Sind dann Tage leider nur brauchst du so 30 viel, wenn Tage. es dann nachher weg ist, ist scheiße. Ja. Da, das muss es doch geben Not a im lot of Sandbox-Modus. focus Das ist doch survived der thus Sandbox-Modus, nochmal far. dachte ich. Where do you want to go? Und du Ich weiß nicht, hast die ob man Mission das einfach irgendwie fertig, oder was? Du unbegrenzt kannst einfach kann. jederzeit hoch, oder wie? Ja, genau. Ja, steht ja hier links Was an der heißt Seite erkunden dran mit Igloos? Wo dem. ist Mission complete oder so gar nicht, oder wie? Nee, das sind ja die Dinger. Die kannst du jetzt hier komplett wieder hochfahren. Kann jetzt wieder hochgehen. Und dann ist da ein Haken an der Mission dran, weil ich einmal die gemacht habe quasi. War krass, komplett zugänglich. Aber nur 30 Tage. Auch scheiße. Und du kannst ja mit deinem Schaden nicht nochmal rein, wenn du mit deinem Freund spielst. Das ist das Scheiß. Ja, dein Char ist dann da drinnen lockt. Das ist blöd. Wenn du da zum Beispiel mit wieder rein könntest, dann wäre es doch total geil. Du kriegst doch keine Punkte Aber für du die kannst auch Mission, mit wenn du mehreren willst. Leuten halt auch rein, ne? Das ist ja auch. Ja. Aber solange nicht jeder abgeschlossen hat die Mission, kannst du nicht nochmal rein. Zu warten. Ja, wenn sowas mit Endloszeit geben würde, wäre eigentlich ganz geil, weil dann könntest du auf die ganze Map rumrennen. Und dann hast du auch viel zu erkunden. Kannst überall einen Außenposten bauen, damit du überall mal langlaufen kannst. Ich meine, es fehlen ein bisschen die Geheimnisse, dass es auch lohnt, sich das zu erkunden. Willst du gar eine Straße bauen? Ne? Auf der spazieren gehen. Schienen. Brauchst Lok. ein ganzes Dorf durch die, also so ein ganzes Haus durch die ganze Welt, dass du im Ja. Haus durch die Welt laufen kannst. Ja, geil, Mann. Ultra. Aber überdacht hier. Aus Metall. Heftig, heftig, heftig. Bin am Okay. Überlegen, ob ich mir sogar die rechte Spitzhacke hole. Gut, entscheide ich später. Ich habe nicht so genug Money, um mir auch die zu kaufen. Abbau wegen. Weil die hat Eisenabbau und ich überlege halt die ganze Zeit. Die Spitzhacke benutzt du ja am Anfang und am Anfang gehst du auf Eisen und nicht auf Gold und Kupfer. Auch wenn Gold und Kupfer wichtiger ist. Aber macht dann später mehr Sinn, weil Kupfer und Gold sind halt dann seltener. Ja, aber Brauchst du ja, haben wir ja die gesehen. Spitzhacke nicht verbraucht, bis du nachher bei dem bist und dann hast du nachher Platin-Spitzhacken, die besser sind. Wobei Und dann die Platin ist, glaube 10 ich, noch nicht besser. % eh wurscht, oder was? Aber wobei, die Die macht ist do doppeltes. 135 plus 10 nochmal für Gold und Kupfer, also 145. Ich glaube, dann ist sie besser als jede andere Spitzhacke. Ja. Ja, dann ist doch die Linke besser. Ja. Ich habe mich jetzt für die Linke entschieden. Hast du Kann schon, ich. okay, siehst du? Ja. Ich überlege halt Brauche ich auch noch ein die. bisschen. Aber ich warte noch. Jetzt brauche ich noch ein Ich bisschen warte. Money und dann kann ich mir die holen. Na gut. Ach, du hast erst erforscht. Okay. Ja. So, die falsche Taste. Ich werde dann auch mal raus. Alles klar. Bis später. Ja, Dann bis später, ich denke mal. schönen Tag noch. Oder? Wir sehen uns dann Wir bestimmt hören irgendwann. uns. Hat Spaß gemacht. Ja, war echt cool. Sonst letzte Mission war schon geil. Aber vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben Ja, ein viel bisschen. dazugelernt. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was aus was gebaut wurde, nicht immer, aber ist ja egal. Das ist nicht so schlimm. Das steht ja alles da. Machst du bei der nächsten Mission selber. Ja, wenn nicht auch nicht so schlimm, das ist mir nicht so wichtig. Ich weiß halt, irgendwann ist mir das einfach zu viel, wenn das. Du brauchst so viele Mats, um das eine zu bauen, ist mir dann zu doof. Braucht da keinen 20 Mats, um eins zu bauen. Dann kommen da 20, da hier, also ist auch wieder gut dann. Dann passt Okay. das. Ist mir zu Üdi. viel. Dann. Okay, dann bis später. Gute Nacht. Tschüssi. Ciao, ciao. Nachti.
So. Okay. Ich schalte dann kurz die Szene um. Ich bleib ja da. Ist ein 24-7-Stream. Bleib ja online. Ich mache mir nur schnell Bett fertig und dann lege ich mich hin und dann, ja, dann kann man pennen und dann, dann machen wir später weiter. So, will mal kurz Bad, Klo und dann komme ich wieder. Ist die Kamera richtig heute im Bett? Warte mal kurz. Ist das? Ja, ich lasse die so, das passt schon. Wir schauen jetzt auch keine Videos mehr, ist schon eigentlich spät, es ist halt schon 4 in der Früh, Kapi. Dass ich jetzt schon ins Schlafding da gehe und ich bin dann noch kurz, mich noch Bett fein machen und dann, ja. Dann sehen wir uns gleich. Ein paar Minuten. Mhm. Kann ich ja schon mal die Aufnahme stoppen.